Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sport im Westen Extrasendung. Auf dem Programm das UEFA-Pokal-Rückspiel Glasgow Rangers gegen den 1. FC Köln. Seit Tagen zittert man in Köln und man fiebert dem Spiel entgegen. Zittern sicherlich aus einem guten Grund, denn der 2:0-Sieg hier in Köln gegen die Glasgow Rangers bedeutet noch lange nicht das Weiterkommen für den 1. FC Köln in die nächste Runde. Denn die Glasgower sind stark zu Hause. Sie spielen ja vor eigenem Publikum und das eigene Publikum ist ja oft der 12. Mannwert. Mein Kollege Heribert Fassbender meldet sich jetzt live aus dem Ibrox Park in Glasgow. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und spannende Minuten. Hier ist Glasgow, hier ist der Ibrox Park und das ist Kölns Mannschaftskapitän Pierre Littbarski, der mit seinen Mannen jetzt zunächst einmal gegen 44.000 Zuschauer ankämpfen muss. Das war der Anpfiff durch Schiedsrichter Luigi Agnolin aus Italien, einen international renommierten Mann, der sicherlich heute Abend auch gefordert werden wird in diesem Spiel im ausverkauften Ibrox Park zu Glasgow. Hönerbach wirft ein. Der 1. FC Köln in der Mannschaft, die Christoph Daum, der junge Trainer, sich vorgestellt hat, mit einer Ausnahme. Morten Olsen, der 39-jährige dänische Internationale, kann nicht spielen, nicht weil seine Leiste es nicht mehr mitmacht, sondern weil er sich hier in Glasgow stark erkältet hat. Er sitzt noch nicht einmal auf der Bank, sondern hier oben auf der Tribüne. Das erste böse Foul gegen Paul Steiner, liebe Zuschauer zu Hause. Und was hier die englischen Boulevardzeitungen an Kessel treiben gegen diesen Mann gemacht haben, das habe ich noch nie in irgendeiner deutschen Zeitung gelesen. Abgebildet als derjenige, der Ally McCoys zum Platzverweis fähigen Foul provoziert hatte in der letzten Minute des Hinspiels vor 2 Wochen, das mit 2:0 für den 1. FC Köln ausging. Es war ein hässliches Foul von McCoys und nichts anderes. Und hier wurde Stimmung gemacht gegen den 31-jährigen Steiner, der jetzt Gott sei Dank wieder steht. Gibt Freistoß für die Rangers, fast vom Mittelpunkt des Platzes. Das ist Richard Goff. Und Thomas Hessler kommt mit zurück, so wie er das ja im Hinspiel machen musste. Littbarski, Flemming Paulsen, Entlastungsangriffe, mitspielen, sich nicht hinten reinstellen. Das ist die Devise der Kölner, die hier auf gar keinen Fall sich auf eine Abwehrschlacht einlassen können bei der Kopfballüberlegenheit der Glasgow Rangers. Die erste halbe Stunde möglichst ohne Gegentor. Auch das ist Wunschdenken aller Kölner hier, darunter auch 300 Schlachtenbummler. Torhüter Chris Wood, englischer Nationaltorhüter. Gary Stevens, der Außenverteidiger, auch eher englischer Nationalspieler. Und da ist er wieder, Steiner, der Libero der Kölner. Foto Ekner im Tor. Die Kölner haben gestern hier auf dem Rasen des Ibrox Parks in strömendem Regen trainieren können, aber der Platz präsentiert sich jetzt in erstklassigem Zustand. Stoß schon in der Kölner Hälfte. Und sofort geht der lange Mann Terry Butcher mit nach vorne. Abstoß. Thank you.
Kessler. Grünerbach. Schöner Pass in Richtung Alloff. Da kann er was draus machen. Muss fair über Wutzin wegspringen. Schade, der Ball sprang noch einen Moment weg, wurde dadurch schneller. Und Thomas Alloff kam nicht dran. Der Torschütze der Kölner Nummer 1. 9 Treffer in der Bundesliga. 3 im Europapokal und 4 im Nationalpokal. Hohes Bein von Paulsen, Freistoß für die Blau-Weißen aus Glasgow. Klarer Ball für Luigi Agnolin. Weg damit, das war Jan Jensen. Auf Landsmann Paulsen und der wird gefoult. Von Terry Butcher, der Mann, der hier vorgestern vom schottischen Fußballverband eine 500-Pfund-Strafe, also rund 1500 Mark kassierte. Da haben sie den 1,96 großen englischen Nationalspieler. Manchmal hakt es bei dem aus. Er hat in Aberdeen beim Meisterschaftsspiel, das verloren wurde, zum ersten Mal verloren die Rangers in dieser Saison, vor lauter Wut die Tür der Schiedsrichterkabine eingetreten. Hier ein Blick auf die neuen Tribünen des Ibrox Park. Und das ist die Kölner Ecke mit 300 Schlachtenbummlern. Daneben hat man wohlweislich einen Block frei gehalten. Die Umstände bei diesem Spiel bisher sehr freundschaftlich. Es gibt übrigens keine Umzäunung. Die Zuschauer könnten, wenn sie wollten, alle auf den Rasen. Aber niemand tut es hier im Ibrox Park. Und ich hoffe auch heute ab. Freistoß für Pierre Lippert. Zur Entfernung 35 Meter. Stuart Monroe. Scheint ein bisschen nervös zu sein, denn der Kopfball eben war nicht nötig und den Ball ins Seitenhaus geschlagen auch nicht. Matthias Hönerbach wirft ein. Abseits stand Länge im Foul. Richard Gough. Mandro. Armin Görth. Mit hohen Bällen ist natürlich gegen die langen Kerls wenig zu machen. Eleganter Techniker dieser Derek Ferguson. Achten Sie mal auf den Mann mit der Nummer 10. Einwurf für die Rangers, das hat Jürgen Kohler genau wie alle anderen missdeutet. Da war die Zeichensprache von Schiedsrichter Agnolin nicht zweifelsfrei. Und jetzt Freistoß für die Rangers nach dem Foulspiel von Kohler. Das ist er wieder.